Miriam, herzlich willkommen. Jenson, wie waren die ersten Tage in Frankfurt bei der Eintracht? Hast du dich gut eingelebt? Ja, super. Also war schon seit dem ersten Tag eigentlich bin ich super aufgenommen worden hier. Und ich habe es gerade gesagt, es war eigentlich schon sowieso nach Hause kommen. Ich habe mich direkt wohlgefühlt. Bin jetzt am Montag auch schon ins neue Haus eingezogen und fühle mich echt schon pudelwohl hier. Eure Fragen bitte. Roland Palmert von der Bild-Zeitung. Hallo, wie man an den Tattoos oder besonders an einem lesen kann, ist ja der Adler Ihnen irgendwie quasi auf den Leib geschneidert. Haben Sie den Attila schon kennengelernt und was hat das mit der Adlerliebe auf sich? Ja, ich habe ein Adler-Tattoo im Rücken. Ich habe sie mir schon vor 2 Jahren eigentlich angefangen zu stechen, weil ich bin schon seit Jahren eigentlich so ein Fan von dem Tier. Ist für mich eins das schönste Tier auf der Welt. So elegant, grazil, frei. Ja, es imponiert mir einfach und deswegen habe ich mir den auch im Rücken auch tätowiert. Doch, ich habe mal hier gespielt vor ein paar Jahren mit Hoffenheim. Da habe ich ihn mal kennengelernt, mal gesehen, ja. Aber jetzt in der Woche noch nicht. Bald dann das erste Kennenlernen als Adlerträger. Peppi Schmidt vom Wiesbadener Kurier, bitte. Hallo, wenn Sie sagen, es ist wie nach Hause kommen, Montag schon ein neues Haus eingezogen, dann ging das aber auch nicht von hoppla die hopp, der Wechsel, oder? War der schon ein bisschen länger vorbereitet? Nee, es ging tatsächlich eigentlich ratzfatz. Auch meine Frau kennt sich mit Immobilien gut aus, deswegen hatten wir da eigentlich jetzt auch dann schnell ein Haus gefunden. Und ja, es hat eigentlich erst vor 3 Wochen den Kontakt gegeben. So gut, ja, 3 bis 4 Wochen. Und es ging wirklich eigentlich ratzfatz. Es ging innerhalb von ein paar Tagen war es dann durch. Benjamin Heinrich von den Fußball News. Ja, hallo. Sie waren ja lange in Stuttgart. Sie sind ja auch gebürtiger Stuttgarter. Und wenn man mit den Stuttgarter Kollegen spricht, dann erzählen die einem immer, wie verwurzelt sie auch da gewesen sind. Warum verlässt man diese tatsächliche Heimat, um zur Heimat, zur Eintracht quasi zu kommen? Ja, ich war jetzt die letzten 5 Jahre in Stuttgart. Es war eine super Zeit. Ich war auch als Kind in der Kurve beim VfB gestanden. Also ich bin schon sehr verwurzelt in Stuttgart. Also der VfB ist auch schon so mein Heimatverein, kann man so sagen. Ja, der Schritt war einfach. Der Jan Zimmermann hat mich total von dem Weg überzeugt hier. Und für mich war es einfach so, hopp oder top, nochmal eine Chance, woanders hinzugehen. Und ich fand, für mich ist es jetzt auch mit 32 nochmal den Schritt zu gehen, hat sich richtig angefühlt. Jörg Daniels von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Eine kleine Verständnisfrage, weil ich hatte in Stuttgart gelesen, dass Sie, da sind Sie so zitiert worden, dass Sie hier einen Fünfjahresvertrag haben. Die Eintracht hat kommuniziert 3 Jahre. Bedeutet das, dass es nach 3 Jahren die Option zu einer Verlängerung gibt, weil Sie ja auch wohl Torwarttrainer werden können hier in Frankfurt? Habe ich das so richtig dann, ordne ich das so richtig ein oder? Also ich habe jetzt einen 3-Jahres-Spielersvertrag, das stimmt schon, mit der Option dann danach Torwarttrainer zu werden und das hat mich auch im Endeffekt dann überzeugt, auch hierher zu kommen. Der Misslent hat auch so klang, dass Sie im Prinzip so eine ähnliche Perspektive natürlich auch in Stuttgart gehabt hätten mit Ihrem Hintergrund, aber das war noch nicht so konkret, oder? Nee, also es war nicht konkret. Das Angebot von Frankfurt war da. Danach gab es Gespräche mit Stuttgart auch. Aber wie gesagt, der Jan Zimmermann hat mich so von diesem Weg überzeugt, dass es für mich einfach war. Ulrika Sickenberger von der Bild-Zeitung. Dann ist beantwortet, dann machen wir mit Roland Palmert weiter vom selben Medium. Wie ist denn jetzt hier die Torwartsituation? Sind Sie gekommen, um auf der Tribüne zu sitzen, wenn die anderen zwei mal krank werden? Oder ist das völlig offen? Wie ist da der Status quo? Der Status quo ist, ich muss jeden Tag im Training Gas geben. Wir haben drei sehr, sehr gute Torhüter mit einem super Torwarttrainer. Und wie es dann in den kommenden Wochen oder Monaten ist, das entscheidet dann der Trainer und das werden wir dann sehen. Julian Franzke vom Kicker.
Ja, servus. Die Frage hatte ich eigentlich, wurde jetzt auch schon gestellt mit dem Vertrag. Jetzt gibt es vielleicht noch zwei andere Fragen. Zum einen, welche Rolle hat Markus Krösche möglicherweise auch gespielt, wenn ich das richtig mal nachgesehen habe, als sie kamen, haben sie, glaube ich, einmal zusammen in einem Pflichtspiel auf dem Platz gestanden, im Kantersieg im DFB-Pokal. Also kennen sich ja von damals. Zweite Frage muss ich jetzt nochmal überlegen, weil ich, wie gesagt, eine andere Frage eigentlich hatte, die gestellt wurde. Aber was war die Frage jetzt genau? Mit Krösche zusammengespielt hat. Welche Rolle der vielleicht auch gespielt hat bei dem Wechsel, weil sie sich ja, glaube ich, so, von früher auch. Ja, also wir haben ja zusammen in Paderborn ein Jahr gespielt, beziehungsweise ein halbes Jahr, weil ich war da damals ein halbes Jahr verletzt. Ich hatte den Kontakt eigentlich fast nur mit Jan Zimmermann. Klar, am Ende hat es mich natürlich gefreut, dass ich jetzt auch jemand hier kenne aus Frankfurt noch mit Markus. Aber ich sag mal, die entscheidende Rolle hat auf jeden Fall der Jan gespielt. Christopher Michel von Sport1. Ja, herzlich willkommen, Herr Kral. Können Sie mal was zu Ihren Konkurrenten sagen, wie Sie die sehen, Kevin Trapp oder ich sag mal eher Kollegen, den Kevin Trapp und vor allem auch den Diandra May, weil ob man da schon Talent erkennt, dass man sagt, ja, den will man vielleicht auch in 4-5 Jahren selbst mitfördern. Ja, also bei Kevin muss ich glaube nicht viel sagen, ist ein Weltklasse-Torhüter, von dem ich auch noch sehr viel lernen kann, auf jeden Fall. Sehr viel abgucken, wir reden ja auch viel zusammen. Dian ist ein super Talent, richtig gut mit dem Fuß, kann super Bälle spielen, aber auch im Tor reaktionsschnell. Ich denke, dass wir ein richtig gutes Torwartteam haben, die gute Mischung. Und ich denke mal, dass wir da sehr gut besetzt sind, würde ich sagen. Ingo Dustewitz von der Frankfurter Rundschau. Jetzt haben Sie selbst schon gesagt, Kevin Trapp sei ein Weltklasse-Torhüter. Das heißt, Ihre Aussichten zu spielen sind ja erstmal begrenzt. Das war in Stuttgart jetzt auch so. Wie ist das denn so, wenn man ja Nummer 2 oder Nummer 3 ist und man trainiert ja für den Tag X, der aber dann meistens auf der Bank verbracht wird? Wie geht man damit um? Ja, wie geht man damit um? Das ist wie, wenn Sie jeden Tag zur Arbeit gehen, da geben Sie auch jeden Tag Gas. Genauso mache ich das auch. Ich bereite mich auf den Tag vor. Kam es in den letzten 5 Jahren nicht vor, dass er vorkam, aber wenn er dann ist, dann muss er da sein und musste genauso reagieren wie im Training dann. Julian, neuer Anlauf. Ja, vielleicht trotzdem nochmal anknüpfend an die Frage, gab es in den letzten Jahren nicht irgendwie nochmal den inneren Antrieb, die Überlegung, vielleicht zu einem klassentieferen Verein zu gehen, zweite, dritte Liga, um eben diese regelmäßige Spielpraxis mal wieder zu haben? Ja klar, also wenn man Fußballprofi ist, dann will man immer spielen, ist ja ganz klar. Aber ich hatte so in den letzten 5 Jahren in Stuttgart, ich habe mich so wohl gefühlt, ich war in meinem Heimatverein, ich war zu Hause eigentlich gefühlt. Vielleicht war das auch für mich jetzt ein Grund, auch zu wechseln, dass ich vielleicht aus der Komfortzone rauskomme, dass ich nochmal hier jetzt auch eine neue Herausforderung annehmen kann. Jörg Daniels. Ich habe auch in Stuttgart gelesen, mit sehr viel Respekt, dass Sie dort eben die ewige Nummer 3 gewesen seien. Ist das richtig in der Einordnung oder würden Sie das anders sehen? Aber es war mit sehr viel Respekt, also keineswegs irgendwie abwertend. Oder alles gut. Ich muss sagen, die ersten 3 Jahre war ich ja Nummer 2 und bin dann, wo Tim Walter gekommen ist, kann man degradiert worden als Nummer 3, sagt man das so, ich weiß nicht. Ja, aber das hat ja bei mir keinen Abrutsch gemacht. Ich habe ja trotzdem immer Gas gegeben. Ich glaube, da können Sie jeden fragen, dass ich mich nie hängen habe lassen, dass ich immer alles für den Verein gebe, wo ich spiele. Und ich bin auch gern längerfristig irgendwo. Ich bin jetzt nicht einer, der alle halbes Jahr oder alle Jahr irgendwo hinwechseln muss. Ich will sozusagen mich integrieren in die Mannschaft und mit dem Verein. Das ist mir sehr wichtig. Christopher Michel. Ja, mein Blick geht auch nochmal nach Stuttgart. Können Sie vielleicht erstens mal was zum Trainer dort erzählen, der ja auch als ein Trainertalent gilt, dem man eine große Zukunft vorhersagt? Und zweitens zu Ihrem Ex-Kollegen Gregor Kobel, ob Sie glauben, dass er es in Dortmund schafft und was ihn denn so als Torhüter auszeichnet? Ja, der Rino ist ein super Trainer, sehr kommunikativ, sehr super
menschlich zu den Spielern auch super Anlagen als Trainer. Ich glaube, der wird es schon sehr, sehr weit bringen in seiner Karriere. Ich wünsche ihm auch alles Gute dafür. Wir haben uns sehr gut verstanden. Gregor ist für mich auch ein herausragender Torwart, ist noch jung, hat noch sehr viel Potenzial nach oben. Und ich glaube, mit dem Schritt nach Dortmund hat er, glaube ich, alles richtig gemacht, in meinen Augen. Roland Palmert, danach Ingo Durstewitz. Sie sind ja nun schon ein bisschen länger im Geschäft und auch schon bei vielen Vereinen gewesen. Ist mittlerweile Torwarttraining, Torwartarbeit irgendwo ja, auch universell und austauschbar geworden? Oder gibt es da so bestimmte Stuttgarter Schulen, Frankfurter Schulen? Wenn, wo sind die Unterschiede? Ja, das ist ja das Schöne am Torwartspiel. Jeder Torwarttrainer hat so seinen eigenen Stempel, sage ich mal. Und ich habe in meiner Karriere schon einige Torwarttrainer erlebt. Und ich sage mal, ich konnte von jedem was mitnehmen. Ich hatte auch das Glück, mit sehr vielen sehr guten Torhütern zusammenzuspielen in meiner Karriere. Und dann nimmt man von jedem was mit. Also es ist, jeder ist unterschiedlich. Es gibt keinen Universal. Benjamin Heinrich. Ja, Sie sind ja jetzt mit Ihren 32 Jahren auf einen Schlag der zweitälteste Spieler im Kader. Wie nehmen Sie diesen jungen Kader wahr? Und haben Sie da irgendwie als älterer Spieler auch selbst irgendwie so die, ja, den Anspruch, da auch voranzugehen, zu führen? Ja, natürlich. Als älterer Spieler muss man ja ein bisschen vorangehen. Aber ich sag mal so, ich fühle mich im Kopf immer noch wie 20 ein bisschen. Aber ich bin natürlich auch mehr gereift und klar, wenn wir vorangehen, aber ich bin auch für jeden Spaß zu haben, sage ich mal, in der Mannschaft. Ich bin jetzt keiner, der so rumgrullt und jeden hier anmeckert wegen irgendwas. Ja, ich glaube, wir haben da eine gute Mischung in der Mannschaft, dass es da sehr harmonisch auf jeden Fall ist. Jörg Daniels, danach Julian Franzke. Genau, in Stuttgart war auch davon die Rede, dass Sie die gute Seele der Mannschaft waren. Was bedeutet das? Welche Eigenschaft muss man haben, um die gute Seele der Mannschaft zu sein? Ja, ich war ja der Papa der Mannschaft. Also, nee, also, ja, also wenn er ein Problem oder so hatte, kam auf mich zu. Ich habe immer ein offenes Ohr für jeden gehabt. Ich bin halt ein Teamspieler. Ich tue jedem Mut zu sprechen, wenn es auch mal nicht läuft. Nehmen wir mal einen jungen Spieler mal in den Arm, man merkt ja, wenn das Training vielleicht nicht gut war oder das Spiel war jetzt nicht so gut. Junge Spieler tun sich da vielleicht mal ein bisschen mehr im Kopf machen, tust ihm wieder Mut zu sprechen. Und ich glaube, ja, das hat mich ausgezeichnet. Das war wahrscheinlich deswegen die gute Seele. Julian. Nochmal daran angeknüpft, was Sie eben gesagt haben, dass jeder Torwarttrainer so ein bisschen seinen eigenen Stempel hat, den er aufdrückt. Könnten Sie da nochmal ein bisschen präzisieren, ein paar Details vielleicht erwähnen, was den Jan Zimmermann und seine Arbeit auszeichnet? Ja, ihn zeichnet aus, er ist sehr penibel, er achtet auf jede Details auf jeden Fall. Er hat zum Beispiel einen guten auf den Ausdauerwert legt er viel Wert. Ja, bei den anderen, Uwe Gospodark war so, er hat sehr viel auf Sprungkraft, sehr viele Sprünge gemacht. Und da hat so jeder sein eigenes Ding, auf was er mehr Wert legt. Und davon kann man sich halt immer irgendwo dann was abschauen. Auch für dann später mal kann man sich ja dann immer häppchenweise irgendwo was rausnehmen, was einem gut gefällt. Ingo Durstewitz. Nachdem du mich jetzt hier übersprungen hast, ich bin ja nicht so, um das nochmal zu präzisieren, also es gab bis jetzt noch keine Absprache oder Hinweis, Nummer 2 oder Nummer 3? Nee, gab es nicht. Nachfrage, ja. Wir haben jetzt mal nachgeguckt, 12 Bundesligaspiele stehen in der Vita, kurioserweise 2 gegen die Eintracht. War Ihnen das bewusst? Ist Ihnen das bewusst? Ist das einfach nur Zufall? Oder? Ist Zufall. Also mein erstes Bundesligaspiel war sozusagen hier in Frankfurt. Haben wir damals mit Hoffenheim 2-1 gewonnen hier. Ja, aber das hat jetzt nicht in meine Entscheidung eingeflossen. Also, aber ich war auch immer, auch wenn ich, wo ich auf der Bank oder so hier war oder gespielt habt, das ist ja schon beeindruckend hier in diesem Stadion mit den Fans, die sind ja der absolute Wahnsinn. Da freue ich mich auf jeden Fall wieder drauf, wenn die wieder im Stadion sind. Ja. Christopher Michel.
War die Europa League trotz allem auch mit einem Argument, das noch mitzunehmen? Und vielleicht vor 2 Jahren war ja die Eintracht schon am 6. Gruppenspieltag qualifiziert und auch da kam mal der zweite oder dritte Torwart dran. War das auch ein Anreiz? Ja, natürlich. Also als Fußballer, sage ich mal, ist das europäische Geschäft natürlich interessant. Und das war eine Überlegung natürlich dann auch, kam da mit rein. Aber es war jetzt nicht das Hauptargument. Ingo. Das ist natürlich jetzt schwierig, so lange sind Sie noch nicht da, aber haben Sie denn schon ein Gefühl für die Mannschaft, für die Stärke oder vielleicht auch so ein kleiner Quervergleich mit dem VfB? Ja, ist jetzt schwierig, ich habe jetzt nicht so viele Einheiten. Gut, ich durfte ja gleich am ersten Tag im Testspiel ran, aber ich glaube, der Trainer will offensiv spielen, will Gegenpressing. Aber so viel kann ich jetzt, wie gesagt, nicht sagen. Ich habe ja eher jetzt auch viel mit dem Jan zusammengearbeitet, mit den Torhütern, dass ich da jetzt nicht so viel erzählen kann. Ulrika Sickenberger. Überspringen wir mal die nächsten 3 Jahre als Spieler und kommen zu der ferneren Zukunft. Ist denn schon geklärt, wo Torwarttrainer? Heißt das bei den Profis zusammen mit Zimbo oder erstmal im Jugendbereich? Ist das schon ein bisschen geklärt? Ja, also erstmal, es heißt ja nicht, dass ich in 3 Jahren sage, ich höre jetzt auf mit Fußball. Es kommt ja immer darauf an, wie ich mich fühle. Wenn ich in 3 Jahren sage, du Zimbo, bei mir geht noch was, ich will jetzt noch nicht aufhören, dann kann man natürlich darüber reden wahrscheinlich. Und über das andere, ich denke mal, dass ich da im Jugendbereich anfangen werde. Aber konkret haben wir uns da jetzt noch nicht unterhalten. Ingo Dusterwitz. Auch wenn das jetzt vielleicht profan klingt, aber wir waren auch da bei dem ersten Spiel gleich, also hier auf dem Nebenplatz. Und es ist aufgefallen, dass Sie A, sehr laut oder relativ laut waren und aber alle Namen schon kannten. Ist das was, wo man sich dann davor mit beschäftigt und guckt im Kicker nach und sagt, das ist der Ivan und keine Ahnung wie? Oder wie funktioniert sowas? Ja gut, viele Spieler kennt man ja einfach aus der Bundesliga. Also es wäre schlimm, wenn ich die jetzt nicht kennen würde, ne? Bei den jüngeren Spielern war es dann eher das Problem, weil die kannte ich jetzt nicht. Aber ich habe davor ja die Aufstellung bekommen mit den Namen und ich würde jetzt mal sagen, dass ich jetzt nicht so, dass ich ein schlaues Köpfchen bin. Dass ich ein schlaues Köpfchen bin und dass ich mir das schon merken kann auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, die Jungs haben es mir einfach gemacht. Ich konnte mir das schnell merken und durch das Lautsein auf dem Platz, das hat mir auch eher so ein bisschen die Ruhe gegeben. Ist ja klar, du kommst neu im Verein, bist neu da, war schon ein bisschen aufgeregt natürlich, alles neu. Und gerade durchs laute Sprechen, das ist aber schon immer bei mir so gewesen, dass ich damit die Ruhe hole und natürlich auch meine Jungs dann coachen möchte. Habt ihr weitere Fragen an Jens Grahl? Scheint nicht der Fall zu sein, alles beantwortet. Dann sage ich Dankeschön, danke Jens, alles Gute für die weitere Vorbereitung. Dankeschön. Euch noch einen schönen Mittwochnachmittag. Tschüss. Gute Woche.